Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landgrid. Willkommen zur zweiten Folge, aber quasi dem ersten Let's Play, wenn man so will, zu Resident Evil 1, dem Originalteil, mit dem alles begann. Wir befinden uns gerade im Safe Room unter der Treppe und wir müssen, wenn ich mich recht erinnere, mindestens noch ein Medaillon finden, bevor wir weiterkommen. Aber es gibt ja auch noch das zweite Tigerauge. Oder kriegen wir das erst, wenn wir zurück in die Villa kommen? Möglich, möglich. Ich weiß es alles nicht mehr so genau. Aber cool, dass ihr mit dabei seid. Cool, dass ihr Bock habt. Ich hoffe, ihr habt auch wirklich Bock. Und wir werden jetzt mal eine Expedition starten. Im ersten richtigen Let's Play. Ich habe schon so lange keine Let's Plays mehr gemacht. Das fühlt sich richtig weird an, aber schon auch cool. Ich habe echt Bock drauf. So, jetzt passt mal auf, den Armor Key nehme ich mal mit, weil irgendwo brauchen wir den sicher noch. Ein bisschen ist gut. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Schrotflintenmunition kann nicht schaden. Ne, so 50 Schuss und noch ein paar hundert Schuss für die Pistole packen wir ein. Dann wird das schon passen. Ich finde das schon ganz cool. Also ich finde die Streams, ne, der erste Teil, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist ja auf meinem Hauptteil online gegangen und das ist eine Stream-Aufzeichnung. Da habe ich quasi auf Twitch gestreamt. Und so ein Stream ist einfach schon was ganz was anderes als ein Let's Play. Ne? Da ist der Chat dabei, da ist Live-Publikum, da redet man mit den Leuten, man unterhält sich, man blödelt rum, man hat Spaß. Und 50% der Aufmerksamkeit ist einfach mindestens im Chat und nicht beim Spiel. Und das macht Spaß und das ist cool und ich finde es toll, wenn ihr dabei seid live und wenn wir uns unterhalten und rumblödeln. Aber das ist schon nochmal jetzt ein anderes Erlebnis, so ein Let's Play. Weil im Endeffekt sitze ich jetzt hier spät nachts alleine. Die Musik lässt schon erahnen. Alleine in meinem Aufnahmezimmer, in meinem professorischen. Und die Musik und die Stimmung wirkt viel mehr von dem Spiel. Trotzdem habe ich immer noch keinen Orientierungssinn. Doch, ich bin da gelandet, wo ich hin wollte. Ich wollte nämlich die Tür da hinten probieren. Aber ich ahne schon, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, lässt die sich nur von der anderen Seite öffnen. Genau. Aber das ist, glaube ich, jetzt lass mich nochmal schnell gucken. Das ist, glaube ich, die einzige Tür auf der Seite im Westflügel des Herrenhauses, die wir noch nicht öffnen können. Das heißt, ich gehe jetzt mal rüber. In den Ostflügel. Welcher Flügel ist das bei die Schöne und das Biest, den Bell nicht betreten darf? Ah, die Schöne und das Biest ist eigentlich echt kein guter Film. Na? Der ist problematisch irgendwie. Der ist eigentlich sehr problematisch. Da geht es eigentlich um voll die toxische Beziehung, wenn man mal drüber nachdenkt. Na, so richtig ungesund. Nee. Wäre nichts für mich. Wäre nichts für mich. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. Aha. 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 Einen Moment. Dann gehen wir jetzt mal schnell in die... Nein, ach genau, da wollte ich nicht reingehen. Dann gehen wir jetzt mal schnell in die andere Tür und gucken da mal rein. Hey, ist das Spiel ein bisschen laut? Auf meinen Kopfhörern ist es irgendwie ein bisschen laut. Ich hoffe, es ist nicht in der Aufnahme zu laut. Ich lasse es jetzt mal so. Aber... Eieiei. Im Stream war es gestern genauso eingestellt. Da war es eigentlich gut. Naja, gucken wir mal. Okay, ich wollte noch mal hier reingehen. Weil hier war noch ein Zimmer, in dem wir noch nicht waren. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, welchen Schlüssel wir dafür brauchten. Ich weiß noch, dass da, glaube ich, noch Heilkräuter stehen oder irgendwie sowas. Moment mal, was bist du denn?
Ach so, Schreibmaschinen, Speicher, Ink Ribbon, Papier. Sehr gut. Ich finde das ganz, ganz cool. Also, dass ursprünglich, vielleicht wisst ihr das, in frühen Artworks war ja tatsächlich geplant, dass es in Resident Evil 1 4 spielbare Figuren gibt. Neben Jill und Chris hätte es quasi noch zwei weitere Figuren geben sollen. You don't have the key for this room. Aha, okay. Und eine davon war so ein ziemlich großer, Gorilla-artiger, würde ich fast sagen, Cyborg. Man kann es wirklich nicht anders beschreiben. Das war schon irgendwie nochmal ganz was anderes, würde ich sagen. An object of art. Na dann. Und ja. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau. Ich finde, dass das Konzept, das die sich mit den beiden Figuren letztendlich überlegt haben, eigentlich wirklich ziemlich cool. Ich mag das, weil die wirklich auch zwei Figuren geschaffen haben, die so konträr zueinander sind. Weil Jill und Chris unterscheiden sich ja nicht nur in ihren Fähigkeiten, sondern auch in ihrer Persönlichkeit und ihrer Hintergrundgeschichte. Das kommt im ersten Resident Evil noch nicht so rum. Na, das wurde, glaube ich, auch nachträglich erst so ein bisschen ausgebaut und ausgeschmückt. Aber Jill ist ja quasi sehr straight edge, sehr, sehr diszipliniert. Ne? Die war beim Militär in irgendeinem Sonderkommando und war da total die super ausgezeichnete Elite-Soldatin und ist dann auch ziemlich jung eben schon direkt basically in die Elite der Raccoon City Polizei rekrutiert worden und man legt einfach eine Karriere hin, wie bekloppt, ne? Und Chris dagegen hatte schon immer Probleme. Probleme mit Autorität. Oh, der Armor Key benutzt. Probleme mit Disziplin. Er ist eher so der Draufgänger. Eher so ein bisschen rough. Und das finde ich nett. Ne, und dann haben wir auch noch das Color Coding. Das haben die ja wirklich lange durchgezogen, das Color Coding, was ich echt ganz schön finde. Jill ist immer grün. Blau. Und das, auch in Resident Evil 3 noch. Und netterweise haben die das ja sogar in Resident Evil 5 noch fortgesetzt mit dem Color Coding der Figuren. Während Chris immer eher grünlich unterwegs ist. Warum bringe ich sie denn immer durcheinander? Das finde ich schön. Ein robuster Boiler, nichts Seltsames. Gut, hier draußen sind ungefähr noch 100 Heilkräuter, wenn ich noch mal welche bräuchte. Und ein Hund. Den brauche ich wahrscheinlich nicht noch mal, den Hund, aber der ist auch da. Oh, ich habe mir heute für diese Aufnahme, weil ich wusste, dass es sehr spät wird von der Uhrzeit her und ich wollte auch so ein bisschen in gruseliger Atmosphäre jetzt spielen, habe ich mir einen Energy Drink geholt und ich muss sagen, wow, ich habe lang keinen Energy Drink mehr getrunken und der haut ganz schön rein. Mein lieber Scholli, ich werde alt. Das ist wirklich ganz witzig. Das hat sich so stark verändert bei mir. Das ist total crazy. Ich habe früher in meiner Jugend als junger Erwachsener quasi von Koffein gelebt. Ich habe mich nur von Koffein ernährt. Ich habe mir das literweise reingeschüttet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, warum ich das gemacht habe, weil es einfach keinen Effekt auf mich hatte. Null. Null. Ich habe nichts davon gemerkt. Ein Helm. Also wirklich gar nichts, ne? Ich war immun, komplett. Und in den letzten Jahren hat sich das plötzlich total verändert. Jetzt bin ich nicht mehr immun. Warte mal kurz, jetzt räume ich kurz noch das Schreibmaschinenband in die Kiste, wenn wir schon hier sind. Jetzt bin ich nicht mehr immun gegen Koffein, sondern Koffein haut so richtig rein und das schon in kleinen Portionen. Wenn ich irgendwie zur falschen Zeit mit zu leerem Magen einen Kaffee trinke, einen kleinen Kaffee mit viel Milch, dann haut's mich schon irgendwie von den Socken. Ich muss da echt vorsichtig sein. Das pusht mich so krass. Und ich kriege dann aber auch sehr schnell Herzrasen. Also das wird auch echt unangenehm dann. Ne? Ich muss da echt ein bisschen aufpassen und mich selber bremsen. Aber heute zum feierlichen Anlass
der ersten Resident Evil Let's Plays habe ich mir gedacht, ja, yeah, gönne ich mir mal einen Energy Drink. Aber kein Gönner-Tee. Ich habe mir einfach so, es gibt so ein Spezi Energy, den wollte ich mal probieren. Schmeckt einfach wie Red Bull, ehrlich gesagt. Ich schmecke da kein Spezi raus, aber gut. So, lass mich noch mal kurz auf die Karte gucken. Die nicht vorhandene Karte. Wir sind jetzt die Treppe hochgegangen. Da ist ein Raum. Die teste ich jetzt gleich mal. Zwei Räume, die wir testen können. Es ist schon irgendwie nice, dass ich mich an das Spiel nicht mehr so gut erinnern kann. Und ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass ich mich auch an Resident Evil 2 und vor allem 3 nicht mehr erinnern kann. Und das wird auch fast wieder ein neues Spiel für mich. Nicht wirklich natürlich, obviously. Ich weiß sehr viel darüber. Aber wo genau welche Items sind, welche Räume gleich nochmal genau wo angeordnet sind und so weiter, ne? Weiß ich alles nicht mehr. Wenn ich es dann sehe, fällt mir viel wieder ein. Ein Feuerzeug! Yes, dankeschön. Oh, geheime Pistolenmunition. Ich wollte gerade fragen, ob es ein Limit gibt, ob irgendwie bei 100 Schluss ist mit einem Stapel, aber nö. Einfach nochmal draufklatschen, das Ganze. Das rote Kraut nehme ich auch mit, auch wenn ich es vielleicht bereue, ne, dass ich mir jetzt mit rotem Kraut das Inventar hier zumülle. Aber was willst du machen? Kann man ja nicht, kann man nichts anderes machen. Ich schlürf mal kurz an meinem Spezi Energy. Nee, ich schmeck da kein Spezi raus. Aha, warte mal, jetzt. Im Abgang, ganz leicht. Ein Wassertank. Ich habe das Insektenrätsel hier erwartet in dem Raum. Keine Ahnung. Researcher's Will. Also der letzte Wille des Wissenschaftlers. Ich hab wieder nicht auf Deutsch umgestellt. Ihr habt es schon gemerkt anscheinend. Es ist ein Brief. Der obere Teil des Briefes fehlt. Der übrige Teil sagt Folgendes. Ja, ich bin infiziert. Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber Ich kann das Fortschreiten der Krankheit nur um einige Tage hinauszögern. Das Angsteinflößendste an der ganzen Sache ist, dass ich jeden Tag mehr von dir vergesse. Also habe ich mich für einen friedlichen Tod entschieden, anstatt ein lebender Toter zu werden. Innerhalb einer Stunde habe ich meinen ewigen Schlaf angetreten. Ich hoffe, du verstehst meine Entscheidung. Leb wohl und für immer dein Martin Crackhorn. Ich finde, wenn man so eine traurige Notiz schreibt, sollte man die Figur, die das unterzeichnet, nicht Crackhorn mit Nachnamen nennen. Das wird der Ernsthaftigkeit der Situation nicht bewusst. Ah, Insekten. Sieht so aus, als hätte das hier schon jemand anders durchsucht. Möchtest du den Schalter drücken? Okay. Muss ich da irgendwas machen? Moment, wie genau funktioniert die Mechanik, dass da Wasser abgepumpt wird? Wenn ich das Ding einfach verschieben kann. Versteht ihr, was ich meine? Wie ist da, ne, ein sehr elastischer Schlauch? Nein, ich will die mitnehmen, die Munition. Ich glaube, I'll be back. Ich würde so gern einen Schwarzenegger besser nachmachen können, aber das kann ich nicht. Vor allem so auf Englisch, ne? Sein Englisch ist so geil. Der ist schon original, Arnold Schwarzenegger, ne? Der ist schon ein charismatischer Kerl.
kann man nichts sagen. Kann von dem halten, was man will. Aber der Arnie. Ich meine, der lebt mit einem Esel und einem Pferd zusammen, einem Pony. Habt ihr mal, ihr müsst den mal auf, das ist kein Witz übrigens, falls ihr das nicht wusstet. Ihr müsst mal seine Social Media Feeds verfolgen, Twitter und so weiter. Der postet ständig Bilder davon, wie er, ich weiß nicht, wahrscheinlich in Kalifornien oder in seinem Anwesen, in seiner riesigen Küche steht, riesig, und irgendwie Karotten mit seinem Esel isst. Das ist einfach schon sehr geil. Ah, yeah, take another carrot. Yeah. That's a good girl. Es ist schon ziemlich geil. Kann man einfach nichts sagen. Okay. So, dann holen wir jetzt noch schnell die Granatenmunition. Die will ich nicht liegen lassen. Und dann gehen wir in den Hirschkopfraum. In dem Hirschkopfraum liegen ja die Granaten. Und dann gehen wir in den Kaminraum, wollte ich sagen. Und zünden da das Feuer an, damit wir mal die Map des oberen Stockwerks kriegen. Das wäre auch schon mal ziemlich cool. Ich nehme jetzt einfach mal an, dadurch, dass das Glas schon beschädigt war und so weiter und so fort, dass dieses Wassertankrätsel nur für Chris gedacht wäre, ne? Ach, okay. Ja gut, dann ist das anscheinend so eine kleine optionale Geschichte für Chill hier. Ich kann den Tank ausleeren und dann ist es leicht genug, dass ich es verschieben kann und so weiter und so fort. Ich verstehe schon. Okay. Das alles nur für ein paar Granatenwerferschuss, aber andererseits sind so ein paar Granatenwerferschuss schon ziemlich cool. Es passiert mir übrigens ständig und vielleicht ist es mir auch schon im Verlauf dieses Let's Plays passiert und wahrscheinlich wird es mir im Verlauf dieser ganzen irrsinnigen Resident Evil Reihe noch passieren, dass ich zu Jill Claire sage und andersrum. Ich weiß nicht genau, was da in meinem Hirn fehlverknotet ist, aber manchmal sage ich einfach die falschen Namen zu vor allem den beiden Figuren. Kann ja immer mal passieren, ne? In irgendeinem Video habe ich mal statt Leon auch Chris gesagt, in einem, das ich hochgeladen habe, also auf dem Hauptkanal, also ein Lore-Video. Hab mich sehr geärgert, habe ich aber überhaupt auch in der Post-Production nicht bemerkt. Sowas passiert. Aber mit Jill und Claire passiert mir das irgendwie ständig. Ich sollte einfach ich gebe denen jetzt einfach einen Mischnamen, den beide haben. Kill oder Chair. Beides ist gut. Damn it. Kill und Chair. Ist ja großartig. Die beiden sollten unbedingt irgendwie ein Team werden, damit die sich so nennen können. Wenn die beiden heiraten, könnten die sich Chair mit Nachnamen nennen oder Kill. Aber warte mal. Naja, egal. So. Weil wenn die heiraten, dann kombinieren die ihre Vornamen. So ist das in der Resident Evil Welt. Meine Güte, ist diese rote Tür groß. Guckt euch das an. Holy shit. It's locked. Ah, Helmet. Bei Helmet muss ich tatsächlich als allererstes nicht etwa an Spaceballs denken, wie viele vielleicht. Wobei, ne, im Deutschen kennt man ja eher als Lord Helmchen, aber der heißt ja im Englischen Lord Helmet. Aber nee, ich muss tatsächlich vor allem an Dwarf Fortress denken. Diesen kleinen Zwergen-Basenbausimulator mit der unglaublichen Komplexität. Denn da ist es tatsächlich so, dass man Pilze anbauen kann. Das sind sogar sehr wichtige Pilze im Spiel, denn die braucht man nicht nur zum Essen, sondern auch zum Bierbrauen. Und die heißen Plump Helmets oder Helmet Plumps. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie rum. Eins von beidem. Gerade wollte ich sagen und dann ist mir aufgefallen, ich weiß es gar nicht eigentlich. Plump Helmet Plumps.
Genau, daran denke ich auf jeden Fall. Leute, 20 Minuten sind schon wieder vorbei. Was ist denn jetzt los? Die Zeit verfliegt. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich lieber kürzere tägliche Folgen mache, statt längere, die dann nur ab und zu kommen. Deswegen speichere ich jetzt hier. Und da machen wir für heute Schluss. Crazy, oder? Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, diese zweite Folge hat euch gefallen. Ich weiß, wir haben nicht viel geschafft irgendwie in diesen 20 Minuten, aber ich schätze, so ist das manchmal. Aber zumindest haben wir ein bisschen was über Arnold Schwarzenegger und seinen Esel gelernt. Und ich finde, das ist auch schon eine wertvolle Lektion gewesen heute. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch macht Spaß und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge Resident Evil wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao.